Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir legen heute einen Antrag vor, Zukunft der Fernwärmeversorgung sichern, Potenziale der Fernwärme für die Energiewende nutzen. Diesen Antrag hatten wir auf der letzten Landtagssitzung als Dringlichkeitsantrag gestellt. Er wurde von den Regierungsfraktionen abgelehnt. Heute in unserem Medienspiegel, 15.05. Neustrelitzer Zeitung. Dazu, und da wird aus Neustrelitz, aus Feldberg berichtet, dazu liegt der Gemeindevertretung heute um 19 Uhr im Haus des Gastes ein Beschlussentwurf vor, steht da. Und es geht darum, dass die kommunalen Einrichtungen jetzt auf eine Einzelwärmeversorgung in Feldberg umstellen. Das heißt, das Konzept der Fernwärmeversorgung in Feldberg ist damit gescheitert. Und ich glaube, dass auch die Regierungskoalition dafür jetzt eine Mitverantwortung zu übernehmen hat. Denn es hätte durchaus Möglichkeit gegeben, indem man ein sehr klares und deutliches Bekenntnis aus dem Energieministerium in Richtung Feldberg sendet, auf die Großabnehmer zuzugehen und zu sagen, wir werden garantiert eine Lösung finden. Es gibt ein grundsätzliches Problem bei der sehr ökologischen Form der Wärmeversorgung durch das Thema Fernwärme. Und das besteht darin, dass es nur funktionieren kann, wenn sich viele an einem solchen System beteiligen. Das funktioniert eben nicht wie Ölheizung, wo der eine sagt, ich mache Pellets, der nächste sagt, ich mache eine Ölheizung. Das sind alles individuelle Lösungen. Bei Fernwärme muss ich in einem Straßenzug oder in einer Gemeinde möglichst alle zur Fernwärmeversorgung entweder motivieren können oder durch eine Fernwärmesatzung einen sanften Druck in diese Richtung entwickeln. Die Fernwärme hat unterschiedliche Entwicklungen in Ost und West. Im Westen macht der Fernwärmeanteil gerade einmal 9% aus. Im Osten sind es über 30%. Und der Hintergrund liegt schlicht darin, dass wir im Osten nicht in der Lage waren, Öl oder Gas in diesem Umfang zur Verfügung zu stellen und dass die billige Braunkohle eingesetzt werden sollte. Und die einzige Form, sie sinnvoll einzusetzen, waren halt Heizkraftwerke und damit die Fernwärmeversorgung im Land einzurichten. Wir haben in Rostock einen Fernwärmeanteil von 60%. Ich glaube, das ist für eine Großstadt auch innerhalb der Bundesrepublik ein absoluter Spitzenwert. Warum kümmern wir uns um dieses Thema Fernwärme? Müssten wir nicht sagen, ja, wir stellen jetzt alles auf Pelletsheizung um, das ist doch auf jeden Fall regenerativ. Der Grund für unseren Antrag ist, dass wir im Bereich der Fernwärme die wichtigste Speichertechnologie für das Thema regenerative Energien in den nächsten 10 oder 15 Jahren setzen. Vergessen Sie Batteriespeicher, Pumpspeicherwerke und was weiß ich nicht alles. Das dient der Netzstabilität, kann aber nicht in Größenordnung regenerative Überstromproduktion aus Windkraft oder Photovoltaik zu Spitzenzeiten speichern für die Zeiten, wo es dann vielleicht gebraucht wird. Und die derzeit interessante und heiß diskutierte Alternative, man erzeugt aus Überschussstrom Wasserstoff, methanisiert ihn dann am Ende und speist ihn ins Erdgasnetz ein, das sind schöne Ideen, an denen wir dranbleiben sollten, aber die für die nächsten Jahre kaum eine Aussicht haben, auch nur annähernd im Bereich irgendeiner Wirtschaftlichkeit zu kommen. Die werden sich so demnächst nicht durchsetzen. Ich finde es richtig, dass wir solche Anlagen fördern. Wir wollen da dranbleiben, aber das ist noch wirklich keine Zukunftsoption. Es ist auch schwierig, Leuten zu erklären, weil man mit riesen Aufriss aus Strom Wasserstoff herstellt und das Ganze dann noch methanisiert mit erheblichen Wirkungsgradverlusten. Wenn ich doch gleichzeitig den Strom fast zu 100% in Wärme umwandeln kann und dann erreiche, dass ich Erdgas einspare, was ich bilanziell der Energiewende zuordnen oder zurechnen kann. Genau das ist unsere Idee und wir machen dazu, und da lade ich Sie alle ganz herzlich ein, am Freitag ein Seminar hier bei den Stadtwerken in Schwerin, wo wir uns mit diesem Thema Power to Heat beschäftigen wollen. Wir gucken uns die Anlage der Stadtwerke Schwerin an und danach haben wir eine interessante Diskussion mit Fachleuten aus diesem Bereich. Was wollen wir mit unserem Antrag? Wir sehen, dass das Beispiel Feldberg ein verheerendes Signal ist für Fernwärmekunden, die nämlich mitbekommen, ich setze mich dem Risiko aus, wenn ich mich bei der Fernwärmeversorgung anschließe, dass der Einspeiser der Fernwärme pleite gehen könnte, so wie in Feldberg geschehen, und dass ich dann einfach abgeklemmt werde von der Fernwärmeversorgung und mir in diesem Moment eigentlich niemand hilft. In Feldberg hat sich die Bürgermeisterin und auch die Stadtwerke Neustrelitz und auch die Gemeindevertreter haben sich eingesetzt, um das Problem zu lösen. Aber ihnen ist am Ende eine wirkliche nachhaltige Lösung nicht gelungen
weil große Wärmeabnehmer, die durchaus auch Alternativen haben, weil sie eben sehr viel Wärme verbrauchen, sich ein eigenes BHKW in den Keller stellen können, abgesprungen sind und gesagt haben, ihnen reicht diese ganzen Querelen, sie steigen aus. Wir wollen mit diesem Antrag erreichen, dass in Zukunft die Fernwärme, und dazu brauchen wir auch ein Engagement auf der Bundesebene, ähnlich wie Gas und Strom zur Grundversorgung gezählt wird. Und wo klar ist, hier gibt es ein überwiegendes öffentliches Interesse und die öffentliche Hand muss da am Ende immer den Daumen draufhalten, um im Insolvenzfall, so wie es im Strom- und Gasbereich ist, die Kunden weiterhin mit Wärme versorgen zu können. Das ist aus unserer Sicht eine ganz wichtige Voraussetzung, um Leute auch in Zukunft dazu zu motivieren, sich an eine Fernwärme, an eine Fernwärmeversorgung. Bitte? Das ist interessant, Herr Eifler. Sie kennen anscheinend unsere Kommunalverfassung nicht. In unserer Kommunalverfassung haben wir genau diese Möglichkeit eingeräumt und wir in Rostock nutzen sehr erfolgreich Anschluss- und Benutzungszwang, selbstverständlich. Selbstverständlich, aber wir denken natürlich auch an die Sicherheit der Kunden und wir haben in Feldberg gerade erlebt, natürlich, ich weiß jetzt nicht mal, ob Feldberg einen solchen Anschluss- und Benutzungszwang beschlossen hat, ich glaube nicht, aber selbst wenn sie es getan hätten, am Ende gibt es einen Versorger der Fernwärme, der pleite gehen kann und vor diesem Risiko, glaube ich jedenfalls, müssen wir Fernwärmekunden schützen, damit wir eine große Akzeptanz für das Thema Fernwärme erreichen und da müssen wir beieinander sein, Sie können ja bessere und alternative Möglichkeiten vorschlagen. Aber das, was in Feldberg passiert ist, ist aus meiner Sicht eine Katastrophe für das Thema Fernwärmeversorgung. Wir haben in unserem Antrag ganz konkret benannt, was wir erstens in der Einschätzung der Fernwärme denken. Da müssten Sie eigentlich weitestgehend folgen können, denn es ist auch im Interesse des Landes und war auch bisherige Landespolitik, Fernwärmenetze gerade beim Thema Bioenergiedorfbewegung zu fördern, sodass diese auch eine Chance haben gegen Öl- und Gasheizung. Aber wir wollen eben auch auf Bundesebene erreichen, dass die Landesregierung sich hier für eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren gesetzlichen Regelung einsetzt, um eben auf Dauer Fernwärmekunden in einen sicheren Bereich zu bekommen und sie keine Angst haben müssen, dass sie demnächst abgeklemmt werden, weil ein Investor pleite geht. Ich hoffe dabei auf Ihre Unterstützung und bin gespannt auf die Diskussion. Ich danke Ihnen.